In diesem Video geht es wieder um Integrationstechniken für gebrochenrationale Funktionen, genau die Partialbruchzerlegung. Und in den vorherigen Videos hatten wir immer Fälle, in denen der Nenner vollständig in Linearfaktoren zerfallen ist. Und in diesem Video gucken wir an, was man machen kann, wenn das nicht so ist. Wir führen auch hier wieder die Partialbruchzerlegung durch. Also es geht auch hier um eine Partialbruchzerlegung. Partialbruchzerlegung. Und das Erste, was wir tun müssen, ist den Nenner zerlegen. Wir haben im Zähler x² plus 2x plus 1. Und im Nenner steht x hoch 3 plus x. Und das Erste, auf das man kommen kann, ist das x auszuklammern. Das heißt, Zähler bleibt unverändert. Und im Nenner klammern wir einmal das x aus. Dann steht x mal x² plus 1. So, und wenn man jetzt scharf hinguckt, sieht man an der Stelle, dass hier eine weitere Zerlegung nicht möglich ist, weil x² plus 1, da haben wir keine reellen Nullstellen. Und das können wir nicht weiter in Linearfaktoren zerlegen, zumindest nicht in den reellen Zahlen. Man kann diese Partialbruchzerlegung auch in den komplexen Zahlen machen. Da wird das natürlich dann funktionieren. Da kann man auch das Standardverfahren benutzen. Aber wir gucken hier an, wie man das lösen kann, wenn man im Reellen bleibt. Und dazu ist der Ansatz, den wir machen. Wir haben einmal im Nenner das x, das ist der normale Linearfaktor, den wir kennen. Das heißt, wir zerlegen das Ganze in a durch x plus. Und den Ansatz, den wir für x² plus 1 machen, das ist ein Ansatz b1x plus c. Also da haben wir jetzt im Zähler wirklich ein Polynom ersten Grades stehen durch x² plus 1. Also die Idee ist hier, wenn wir so einen Faktor haben, normalen Linearfaktor, sowas wie x oder x minus 1 oder x minus 5 oder x plus 5, dann machen wir unseren üblichen Ansatz für den Teil. Und für den Teil, den wir nicht weiter zerlegen können, der muss dann quadratisch sein, da machen wir einen Ansatz, wo im Zähler ein lineares Polynom steht, also so ein bx plus c oder b1x plus c. Und ich nenne das vielleicht geschickterweise auch mal c1 und das a1, damit das weiterhin konsistent ist mit der Nummerierung, die wir sonst gewählt haben. Dann schaffen wir etwas Platz hier unten und dann fangen wir an, die Werte für a, b und c zu bestimmen. Und der Ansatz ist da genauso wie sonst. Wir multiplizieren einfach mit dem Hauptnenner durch. Wenn wir das machen, dann wissen wir, dass linke Seite steht x² plus 2x plus 1. Und auf der rechten Seite haben wir a1 mal x² plus 1, weil das x selber kürze ich weg, plus b1x plus c1 mal x. Das lösen wir einmal auf. Dann steht da a1 x² plus a1 plus b1 x² plus c1 x. Kann man das entsprechend um, sodass wir gleich Koeffizientenvergleich machen können. Dann steht da alles, was mit x² zu tun hat, ist a1 plus b1 in Klammern mal x² plus, jetzt gucken wir alles an, was mit x zu tun hat, das ist nur c1, also ist das c1x plus und das für das Absolutglied, was zu x hoch 0 gehört, das ist a1. Dann machen wir Koeffizientenvergleich. Vergleich liefert. So, das ist alles das, also x² auf der linken Seite, also hier steht eine 1, hier steht a1 plus b1. Da das gleich sein muss, gilt, dass 1 gleich a1 plus b1 sein muss. Entsprechend steht hier eine plus 2 und hier ein c1. Also folgt daraus, dass 2 gleich c1 sein muss. Damit haben wir auch schon direkt den Wert für c1 gefunden, was sehr praktisch ist. Und ganz entsprechend steht hier eine plus 1 und da einfach nur das a1. Also wissen wir, dass 1 gleich a1 sein muss.
Und wenn wir das aber wissen, dann können wir das oben einsetzen. Wenn wir wissen, dass a1 1 ist, dann ist das gleich 1 plus b1. Und das Ganze können wir dann nach b1 auflösen, also ist b1 gleich 0. Also hier an der Stelle setzen wir das ein. Damit kennen wir die Partialprozerlegung und können das Integral entsprechend aufschreiben. Also das Integral von x² plus 2x plus 1 geteilt durch x hoch 3 plus x dx ist gleich dem Integral von. So, jetzt setzen wir die entsprechenden Faktoren ein. Das a1 war eine 1, also ist das 1 durch x plus. Jetzt hatten wir b1, das war 0, fällt also weg. c1 war 2, also bleibt nur 2 übrig, geteilt durch x² plus 1. Und davon möchten wir das Integral bestimmen. Und das können wir wieder auseinanderziehen. Das ist nichts anderes als das Integral von 1 durch x dx plus 2 mal dem Integral von 1 durch x² plus 1 dx. Das Integral von 1 durch x dx ist wie immer der Logarithmus, natürlicher Logarithmus vom Betrag von x, plus 2 mal. Und jetzt muss man die Stammfunktion von 1 durch x² plus 1 kennen. Und das ist der Arcus tangens. In dem Fall haben wir Glück, weil die Stammfunktion relativ einfach ist. Unter Umständen müssen Sie in der Formelsammlung mal nachgucken, wenn das kompliziertere Ausdrücke sind. Aber hier auf den Arcus tangens, ja, das kennen Sie einfach aus der Ableitung des Arcus tangens. Da wissen Sie, dass es 1 durch x² plus 1 ist. Und damit haben wir das Integral bestimmt. Also Integral ist ja, das unbestimmte Integral, ist ja die Menge aller Stammfunktionen. Und in dem Fall ist es dann natürlicher Logarithmus vom Betrag von x plus 2 mal dem Arcus tangens von x plus c. Wir fassen zusammen. Also für den Fall, dass der Nenner nicht vollständig in Linearfaktoren zerfällt, ist es quasi das Vorgehen ganz genauso wie vorher, nur dass man für die Teile, die nicht zerfallen, einen anderen Ansatz wählt. Sonst das Verfahren aber ganz genauso. Und zweite Sache, die schwieriger ist, ist, die Stammfunktion dann entsprechend zu finden, der etwas komplizierteren Ausdrücke. Hier hatten wir schon Arcus-Tangens, das kann auch mal komplizierter werden.